grundsätzlich lässt sich das nicht für alle Baumarten gleich sagen, aber es ist so, wenn der Baum in seiner Konstitution nachlässt, das heißt nicht mehr so vital ist und auch nicht mehr besonders viel zuwächst, das heißt dann auch immer weniger CO2 bindet, dann ist der Zeitpunkt gekommen, ihn zu fällen aus wirtschaftlichen Gründen. Aber es ist so, wenn zum Beispiel ein Baum wie dieser hier einen besseren Baum am Wachsen hindert, dann ist es auch notwendig und sinnvoll, den vorher schon zu fällen. Ein anderer Grund wäre zum Beispiel auch, wenn die Bäume an der Straße oder an dem Weg stehen und unter Umständen gefährlich werden könnten für die Besucher, die da entlang gehen, dann ja, ist der Zeitpunkt der Fällung gekommen. Es ist aber so, dass aus ökologischen Gründen man auch sagen könnte, gewisse Bäume lässt man stehen und überlässt sie dem Zerfall, dass sie natürlich sterben dürfen und auf der Fläche bleiben, und damit leistet sich einen ökologischen Beitrag. Und man versucht es beides zu vereinen. Die einen fällt man und möchte sie nutzen, und die anderen bleiben stehen und bringen einen ökologischen Nutzen. Diese Eiche hier ist ein gutes Beispiel für einen Baum, den man aus ökologischen Gründen nicht fällt, den man stehen lässt. Der ist aktuell schon ein super Zuhause für verschiedenste Lebewesen und Tierarten. Und den übergibt man jetzt einfach dem natürlichen Verfallsprozess. Das heißt, man sieht dann hier zum Beispiel das ganze Totholz, das der schon abgeworfen hat. Und man versucht auch diese Situationen in den Wald zu integrieren und so die Biodiversität zu erhöhen.